Montag, der 16. Februar, überall ist Karneval. Am heutigen Rosenmontag hört man es überall. Alaaf, Hellau, FCC, Hajohe, überall sind die Schlachtrufe zu hören. Und mit diesen Schlachtworten darf ich auch Sie, sehr geehrte Zuschauer, recht herzlich willkommen heißen zum Regionalmagazin hier im Elbe-Kanal. Betreuungskonzept für Asylbewerber. Landrat Markus Bauer lud zum Pressegespräch ein. 61. Rosenmontagsumzug. In Ranis feierten zahlreiche Teilnehmer den Karneval. Und geehrt, Feuerwehr Bad Salzelmen informierte im Rahmen der Jahreshauptversammlung anwesende Gäste und zeichnete Mitglieder aus. Zum Thema Karneval und Rosenmontagsumzug kommen wir dann noch im Verlaufe der heutigen Sendung, sehr geehrte Zuschauer. Wir beginnen mit dem Thema in eigener Sache, und zwar der Umstellung von analog auf digital beim Kabelnetzbetreiber Tele Columbus. Denn ab heute Montag sind wir im Netz von Tele Columbus nur noch digital zu empfangen. Sollten Sie mehr Informationen dazu wünschen bzw. uns bisher analog geschaut haben und möchten das Ganze jetzt über digital schauen, dann melden Sie sich einfach bei uns. Wir geben Ihnen gerne Auskunft, welche Möglichkeiten Sie dann haben. Darüber hinaus gibt es natürlich auch die Möglichkeit, den Elbe-Kanal über Satellit und Internetempfang zu schauen bzw. zu sehen. Wie das Ganze aussieht, welche technischen Voraussetzungen dazu gegeben sein müssen, haben wir noch einmal in einem Kurzfilm für Sie zusammengefasst. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch im Lokal-TV-Portal über Satellit empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBBTV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBBTV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie eine Kanalsuche durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11,52325 GHz. Sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren lokalen Sender auswählen und mit der OK-Taste das Programm starten. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Auch im schönen Elbedorf Ranis wird der Elbe-Kanal geschaut, wie eben zu sehen über Satellit mit Internetverbindung für den Receiver. Dort können sich dann die Bewohner auch den großen Rosenmontagsumzug ansehen. Diesen strahlen wir dann in der kommenden Ausgabe am Freitag in kompletter Länge und Umfang aus. Heute gibt es schon mal ein paar Einblicke, was dann am Sonntag alles so gezeigt wurde. Im ganzen Land wird der Karneval gefeiert. So auch am zurückliegenden Sonntag im Elbedorf Ranis. Hier fand bereits zum 61. Mal der traditionelle Rosenmontagsumzug statt. Wieder einmal lockte dieses Spektakel tausende Zuschauer und Umzugsbegeisterte in das kleine Dorf an der Elbe. Pünktlich um 14 Uhr setzte sich der Festumzug in Bewegung. Festlich geschmückte Wagen, Fußgruppen und tonnenweise Süßes. So präsentierte sich das diesjährige Event. Wer mehr vom Umzug sehen möchte, der hat am kommenden Wochenende die Gelegenheit dazu. Denn ab Freitag, dem 20. Februar ab 18 Uhr präsentiert der Elbe-Kanal den kompletten Umzug im Regionalmagazin. Ebenfalls am vergangenen Wochenende fand in Biere im Werk 2 die große Prunksetzung des KCB statt. Auch dort waren wir mit unseren Kameras vor Ort, und das sind einige Ausschnitte aus dem Programm. Unter dem Motto Ramba Zamba ging es am vergangenen Samstag im Werk 2 in Biere so richtig brasilianisch heiß her. Denn der Karnevalsclub Biere veranstaltete bei vollbesetzten Saal seine Faschingssitzung.
Von Tanzdarbietungen über die Büttenrede bis hin zu musikalischen Einlagen war alles in dem gut geplanten und durchdachten Programm dabei. Natürlich wurde auch für das leibliche Wohl gesorgt. Gemeinsam feierte man auf dem Flug nach Brasilien bis in die späten Abendstunden. Mit diesem gelungenen Programm verabschiedete sich der Karnevalsclub Biere bis zum nächsten Jahr, wenn es wieder heißt Biere Hellau. Vom Fasching und Karneval kommen wir zu einem ernsteren Thema hier bei uns im Salzlandkreis. Das Thema Asylbewerber bzw. wo bringen wir Asylbewerber unter, wie gehen wir mit Asylbewerbern um. Genau zu diesem Thema lud unter anderem Landrat Markus Bauer zu einer großen Presserunde, um einige Informationen an die Anwesenden zu vermitteln bzw. Aussichten für die Zukunft zu geben. Landrat Markus Bauer hatte zu einem Pressegespräch eingeladen, um seine Arbeit und die der verschiedenen Fachbereiche transparenter zu gestalten. Dies soll nun einmal monatlich stattfinden. Im letzten Gespräch war ein Thema das Betreuungskonzept für Asylbewerber mit Bleiberecht und die Darstellung der aktuellen Zahlen im Salzlandkreis. Gab es im Jahr 2008 noch 48 Asylsuchende, so waren es 2012 bereits 165 und 2013 bereits 331 Personen. Im letzten Jahr beantragten 651 Personen Asyl und nach Lage der außenpolitischen Verhältnisse geht man davon aus, dass diese Zahl weiter steigen wird. Aktuell befinden sich 3.996 Menschen ohne deutschen Pass im Salzlandkreis. Das macht einen Ausländeranteil von 2,01%. Davon sind 985 EU-Bürger und 1.755 Ausländer mit Aufenthalts- oder Niederlassungserlaubnis. So sind es insgesamt 1.256 Personen, deren Status noch geklärt werden müssen oder die aus humanitären und politischen Gründen unserer Hilfe bedürfen. So Landrat Markus Bauer. Einen ausführlichen Beitrag zu diesem Thema und auch zum Thema Schifferschule in Schönebeck sehen Sie in einer der kommenden Ausgaben des Regionalmagazins im Elbe-Kanal. An dieser Stelle geht es weiter mit den Kurznachrichten hier bei uns im Programm. Wir möchten Sie informieren, was denn alles so passiert ist bzw. mit welchen Umleitungen Sie derzeit in Schönebeck rechnen müssen. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Lempe und Mössner, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Kernmacherei-Technologie, spielte bei der 8. VDI-Tagung in Magdeburg am 10. und 11. Februar eine wichtige Rolle. Mit mehr als 300 Mitarbeitern gehört das Familienunternehmen zu den 100 größten in ganz Sachsen-Anhalt. Zum Schutz der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums ist eine verkehrsrechtliche Anordnung von eingeschränktem und absolutem Halteverbot verzogen worden. Ab Montag, dem 16. Februar, gilt folgende Regelung. Zwischen der Feuerwehrzufahrt bzw. dem Haupteingang zum Gymnasium und der zweiten Zufahrt darf montags bis freitags von 6.30 Uhr bis 15 Uhr nicht mehr geparkt werden. Lediglich Ein- und Aussteigen bzw. Be- und Entladen ist erlaubt. Fahrzeuge, die in der Feuerwehrzufahrt halten, müssen mit einer Verwarnung bzw. Verwarngeld rechnen. Am 13. Februar wurden erneut Tierpatenschaften auf dem Bierer Berg geschlossen. Dieses Mal wurden sogar 4 Tiere von dem Hort Lerchennest der Kita Kinderoase übernommen. Neben Baummarder, Kaninchen und Meerschweinchen wurde auch eine Tierpatenschaft für ein Schaf übernommen. Die Stadtverwaltung teilt mit, dass das Bürgerbüro in der Friedrichstraße 117 an den Samstagen 21. Februar und 28. Februar krankheitsbedingt geschlossen bleiben muss. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, das Bürgerbüro nach Möglichkeit an den Wochentagen aufzusuchen. Geöffnet ist montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 18 Uhr, mittwochs von 8 bis 13 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr. Es wird um Verständnis gebeten. Die Termine für die nächste Bürgerversammlung der Stadt Schönebeck, diesmal für die Ortschaft Ranis, muss aus organisatorischen Gründen verschoben werden. Die Bürgerversammlung findet nunmehr am 5. März um 18 Uhr in der Gaststätte Zur Tanne in Ranis statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden interessierte Anwohner über aktuelle Themen informiert. Bürgerinnen und Bürger, die teilnehmen möchten, sind aufgerufen, ihre Fragen und Hinweise schon jetzt der Stadtverwaltung mitzuteilen. Die Fragen und Hinweise sind bitte an folgende Adresse zu richten: Stadtverwaltung Schönebeck, Presseamt, Markt 1,
in 39218 Schönebeck oder an die E-Mail-Adresse m.zander@schönebeck-elbe.de oder auch gerne telefonisch unter Schönebeck 710123 oder 710124. Die Alleestraße in Bad Salzelmen bleibt noch bis zum 15. März dieses Jahres voll gesperrt. Dies geht aus einer verkehrsrechtlichen Anordnung der Stadt hervor. Grund dafür ist die notwendige Fortsetzung von Bauarbeiten für den Neubau eines Doppelhauses. Es wird um Verständnis gebeten. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Auch in der heutigen Montagsausgabe gibt es natürlich einen Werbeblock, zu dem ich jetzt abgeben möchte. Danach hier bei uns die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr in Bad Salzelmen. Wir blicken auf das Medium der Woche mit Gewinnaktion und die Veranstaltungstipps. All das ist noch mit dabei. Gleich sehen wir uns wieder. Meter hoch und über einen Kilometer lang. Das 38-Millionen-Euro-Projekt des Neubaus der Elbbrücke in Schönebeck hat ein neues Wahrzeichen für die Stadt geschaffen. Begleiten Sie die gesamte Bauphase mit spannenden Bildern und interessanten Fakten. Erfahren Sie alles zur Konstruktion durch die DVD Die Schönebecker Elbauenbrücke vom Rammschlag bis zur Einweihung. Erhältlich ist diese DVD bei der Elbe Medienproduktion GmbH in Schönebeck in der Bahnhofstraße 5. Ostern steht vor der Tür. Entdecken Sie die neuen Osterkollektionen von Hutschenreuther, Villeroy und Boch, Gübel und Formano. Faszinierende Osterwelten bei Kiltz. Kiltz, Ambiente für Tisch und Küche am Markt 5. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf. Frische und Qualität erhalten Sie bei uns, der Fleischreihe Reiske in der Schillerstraße 17 in Schönebeck. Unsere Angebote in dieser Woche: Nacken mit Knochen 100 Gramm zu 45 Cent, Nacken ohne Knochen 100 Gramm zu 50 Cent, lecker Schaschlik 100 Gramm zu 55 Cent, frische Rippchen 100 Gramm zu 28 Cent und Bockwurst 100 Gramm zu 40 Cent. Seit 19 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske. Die Stadtwerke Schönebeck bringen, was Sie brauchen: Strom, Gas, Wasser, Wärme für Haushalte und Gewerbe in Schönebeck und der Region. Immer in Ihrer Nähe versorgen wir Sie aus einer Hand. Kompetent und kundenfreundlich. An 365 Tagen im Jahr. Rund um die Uhr gewährleisten wir Ihre Versorgungssicherheit. Innovativ, transparent und zuverlässig. Trinkwasser
Ein streng kontrollierter und wohlschmeckender Durstlöscher in herausragender Qualität. Wohlfühlen garantiert mit unserer komfortablen Wärmeversorgung aus dem Blockheizkraftwerk und dezentralen Anlagen vor Ort. Wir haben die Energie, die Sie täglich brauchen. Ihre Stadtwerke bieten das komplette Rundum-Sorglos-Paket. Persönliche Kunden- und Energieberatung mit dem Service für Messgeräte, Betriebskostenabrechnung und Rauchmelder sind wir Ihr idealer Partner. Unsere Energie für Sie. Bei uns hält der Frühling Einzug. Ihr Blumenhaus Hesse in der Magdeburger Straße hat die passenden Ideen zur ersten Jahreszeit. Sattes Grün und die ersten leuchtenden Farben des Jahres erwarten Sie. Entfliehen Sie dem kalten Winter und lassen Sie sich schon jetzt vom Frühling verzaubern. Blumenhaus Hesse. Bei uns blühen die Ideen. Greenline bietet Ihnen die zuverlässige Lieferung von Strom und Gas. Profitieren Sie mit Ihrem Wechsel über die gesamte Produktpalette von Greenline. Nehmen Sie unser Angebot wahr und sparen Sie bis zu 3 Cent pro Liter Kraftstoff an unseren Tankstellen. Jetzt wechseln und sparen unter www.greenline.de. Quack, quack, be green. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Wir freuen uns auf Sie. Besuchen Sie uns im Kundenzentrum Energiebündel in der Schönebecker Karl-Marx-Straße 18. Wir bieten Ihnen mehr als Erdgas und Strom. EMS – Energie mit Service. Ihre Greenline-Tankstelle in der Magdeburger Straße. Wir bieten Ihnen alles für Ihr leibliches Wohl. Ob Frühstück mit unseren Kaffeespezialitäten, Brunch oder Mittagstisch. Bei Greenline findet jeder leckere Angebote. Auch in unserer Lounge können Sie entspannen und von 11 bis 22 Uhr warme Mahlzeiten bestellen. Quack, quack. Be green. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, damit jeder Schönebecker weiß, bei uns blühen die Ideen. Der Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Zurück aus der Werbung zum Regionalmagazin am Rosenmontag, dem 16. Februar, darf ich Sie noch einmal recht herzlich willkommen heißen. Am Anfang des Jahres finden sie immer wieder statt, die Jahreshauptversammlungen der Feuerwehren hier in Schönebeck. So geschehen auch am zurückliegenden Freitag in der Feuerwehr in Bad Salzelmen. Wir waren natürlich mit der Kamera vor Ort, es gab Auszeichnungen, Ehrungen, es wurde auf das zurückliegende Jahr zurückgeblickt und einige Aussichten für das kommende Jahr gestellt. Eine gute Nachricht gab es für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bad Salzelmen bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung. Der Anbau bzw. Umbau des Gerätehauses wurde in den Investitionsplan ab 2017-2018 aufgenommen. Es sollen Einstellplätze für die 5 Fahrzeuge, ein Umkleideraum mit Sanitäranlage, ein Wehrleiterzimmer sowie Räumlichkeiten für die Jugendfeuerwehr entstehen. Ein Gespräch mit Innenminister Holger Stahlknecht im März soll dann weitere Klärung bringen.
Doch das war nicht der einzige Grund zur Freude an diesem Abend. Ein Kamerad wurde zum Löschmeister befördert, drei für die langjährige Mitgliedschaft geehrt, ein Kamerad für seine Dienste in der Alters- und Ehrenabteilung belobigt und weiteren acht wurde für ihre besonderen Dienste im Jahre 2014 gedankt. Nicht zuletzt in Bezug auf die Technik stellt die Feuerwehr am Bad Salzelmen einen besonderen Stellenwert dar. Kommt auch das hier zur Verfügung stehende Spreiz- bzw. Schneidewerkzeug für die Befreiung von Personen aus PKWs zum Einsatz. Derzeit zählt die Wehr 61 Mitglieder, davon 34 aktive, 10 Alterskameraden, 10 Jugendliche und 7 Fördernde. Im vergangenen Jahr gab es 98 Einsätze. Doch das Jahr 2015 bringt noch ein weiteres Highlight für die Feuerwehr in Bad Salzelmen, denn diese wird in diesem Jahr 125 Jahre. Die Planungen für die große Jubiläumsfeier laufen derzeit auf Hochtouren, auch eine Chronik soll es anlässlich dieses Jubiläums geben. Natürlich werden auch wir, der Elbe-Kanal, im Rahmen der Feierlichkeiten zur großen 125-Jahr-Feier über die ganzen Geschehnisse hier im Elbe-Kanal berichten. Rock or Bust, das aktuelle Album von AC/DC, hier in meiner Hand ist es. Am kommenden Wochenende könnte es schon in Ihren Händen sein, denn diese CD können Sie bei uns gewinnen, wenn Sie denn beim Gewinnspiel mitmachen. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Treue wird bei AC/DC belohnt. Für Rock or Bust hat sich das Quintett aus Down Under etwas ganz Spezielles einfallen lassen. So erstrahlt das Artwork als dreidimensionales Lenticular, das das ikonische Bandlogo förmlich ins Gesicht des Betrachters explodieren lässt. Rock or Bust ist ein Musikalbum der australischen Hardrock-Band AC/DC. Das weltweit 15. Album bringt mit Titeln wie Dogs of War, Sweet Candy, Hard Times und Play Ball jedes Haus zu beben und beweist, dass die Band auch ohne Malcolm Young erfolgreich sein kann. Das zeigt, dass AC/DC selbst nach 41 Jahren immer noch rockt. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Auch Sie möchten Rock or Bust, eine der 4 CDs, die wir in dieser Woche verlosen, bei sich zu Hause haben und im CD-Player hören? Da machen Sie doch mit beim Gewinnspiel. Heute gibt es eine Gewinnfrage. Wenn Sie diese richtig beantworten, dann haben Sie mit ein bisschen Glück die Chance auf eine dieser CDs. Heute möchte ich natürlich wissen, welcher besondere Tag ist denn heute? Montag, der 16. Februar. Welcher besondere Tag oder welcher besondere Anlass wird denn heute begangen? Sie wissen die Antwort, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Dann ran ans Telefon, die 405770 gewählt oder eine E-Mail an info@elbemedien.de geschickt. Wir freuen uns auf Ihre Lösungsvorschläge und wie gesagt, die Gewinner geben wir dann in der Freitagsausgabe bekannt. Weiter geht es mit den Veranstaltungshinweisen. Rosenmontagsumzug ist vorbei. Auch der große Faschingszeit ist am kommenden Wochenende dann endgültig vorbei. Doch viele weitere Veranstaltungen warten auf Ihren Besuch. Am 27. Januar 2015 jährte sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau zum 70. Mal. Das ist Anlass für den Rückenwind e.V., eine Fotoausstellung mit der großen Überschrift »Mit eigenen Augen« zu organisieren. Jedes der ca. 25 Bilder wurde von Stefan Meyer gemacht und erzählt eine eigene Geschichte. Vom 30. Januar bis zum 30. März können die Fotos im Jugendclub Piranha in der Bahnhofstraße 11 und 12 besichtigt werden. Der nächste Termin für das Angehörigencafé steht fest. Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten der Städtischen Wohnungsbau GmbH Schönebeck in der Wilhelm-Helge-Straße 259 am Dienstag, dem 17. Februar um 16.30 Uhr statt.
Außerdem wird ein Referent der Veranstaltung beiwohnen und genaue Informationen zu den Pflegeleistungen des Pflegestärkungsgesetzes Teil 1, welches ab 1. Januar in Kraft getreten ist, informieren. Auch ein Fahrdienst und eine Betreuung der Demenzerkrankten wird vor Ort sein. Um eine telefonische Anmeldung unter der Telefonnummer 03928 786 212 wird gebeten. Ein Liederabend mit Martin Rühmann findet am 19. Februar in der Aula der Kreisvolkshochschule statt. An diesem Abend wird das Liederprogramm Antikriegslied und Werke namhafter bürgerlicher Schriftsteller und Liedmacher aus den letzten 100 Jahren dargeboten. In der Kreisvolkshochschule Tischerstraße 13a beginnt die Veranstaltung 19 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei. Ein Vortrag über den Vogel des Jahres 2015, den Habicht, findet am 27. Februar ab 19 Uhr in der Gaststätte Ratskeller Bad Salzelmen statt. Anhand beeindruckender Bilder informiert der Biologe und Vorsitzende der NABU-Gruppe, Michael Wunschig, über den Vogel des Jahres. Weitere Informationen zu diesem Vortrag finden Sie auf der Internetseite www.nabu-schönebeck.de. Am 28. Februar veranstaltet der Förderverein der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie eine Freudesfeier. Beginn ist um 18 Uhr im IGZ InnoLive. Die Gäste dürfen sich auf eine besondere Tanzveranstaltung mit Speis und Trank freuen. Karten gibt es über den Förderverein der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie unter der Telefonnummer 03928 40 06 90. Der Unterhaltungsverband Elbaue führt am 16. März 2015 die diesjährige Wässerschau im Bereich Schönebeck-Elbe durch. Die Schaukommission trifft sich um 8.30 Uhr in der Geschäftsstelle des Unterhaltungsverbandes in Schönebeck, Grundweg 83. Die Teilnahme ist für alle Interessierten möglich. Für die Beförderung hat jeder Teilnehmer selbst zu sorgen. Der SPD-Ortsverein Schönebeck, der Deutsche Gewerkschaftsbund und die IG Metall laden auch in diesem Jahr zur traditionellen Frauentagsfeier ein. Sie findet am Montag, dem 9. März ab 15 Uhr im Haus Luise in der Moskauer Straße statt. Als Gäste werden in diesem Jahr die Treff-Autorengruppe und die Gruppe Febraio begrüßt. Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 03928 76 9343 gebeten. Zum Ende des heutigen Regionalmagazins möchten wir natürlich auch verraten, wie dann das Wetter in den kommenden Tagen so wird. Es bleibt relativ mild, bewölkter Himmel. Hier kommt sie, die Vorschau. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Eine neue Woche hat begonnen und die Temperaturen scheinen sich langsam zu verbessern. Es ist zwar weiterhin frisch, aber es wird angenehmer. Der Dienstag beginnt vorerst mit eisigen Temperaturen, aber im Laufe des Tages steigen sie auf bis zu 6 Grad Höchstwerten an. Es bleibt bei einer geringen Regenwahrscheinlichkeit meistens bewölkt. Mittwoch ist es in den Morgenstunden ebenfalls frisch. Die Höchsttemperatur beträgt hier 7 Grad und am Abend werden es 1 Grad. Auch am Donnerstag beginnt der Tag mit kälteren Temperaturen. Die Sonne kann dann ab den Mittagsstunden sogar hervorkommen. Jedoch werden es am Abend frische 2 Grad. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Und somit sind wir am Ende des heutigen Regionalmagazins angekommen. Wie immer bedanke ich mich fürs Einschalten, Zuschauen oder Reinklicken. Lade Sie ein, am Mittwoch wieder mit dabei zu sein. Bis dahin, Ihnen einen angenehmen Abend.